Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Fahrt in Train Sim World 2. Wir sind hier im Duisburger Hauptbahnhof in unserer Baureihe 425 und werden heute die komplette Hauptstrecke Rhein-Ruhr bis rüber nach Bochum fahren. Mit Halt in, Moment mal, in Mülheim an der Ruhr, in Essen Hauptbahnhof, Essen Kreis Süd, im Wattenscheid und dann in Bochum. Knapp eine halbe Stunde, wir haben jetzt 19 Uhr. Und um 19.27 Uhr sollen wir dann in Bochum sein. Wir fahren die Linie S1 nach Dortmund. Wie gesagt, heute auf dem Teilstück von Duisburg nach Essen. Ja, Zugzielanzeige ist schon eingestellt. Wir werden mal die Fahrgäste zusteigen lassen. Schalten uns natürlich einmal die SIFA ein. Und auch die PZB. Mal gucken, wie viel Zwangsbremsung es heute geben wird. Können wir mal kurz aussteigen. Müssen wir noch ein bisschen warten hier am Bahnhof. Jo. Hier sind Zombies unterwegs. Nein, Quatsch. Sieht aber so aus. Einiges los hier. 422 fährt hier gerade vorbei. Da fährt die nächste 425er ein. Und zwar die S3 nach Oberhausen. Schön, schön. Wir steigen auch wieder ein, weil wir haben gleich Abfahrt. Lassen die Passagiere nicht mehr einsteigen, indem wir die Tür zumachen. Und werden mal losfahren. Auf geht's. Nächster Halt Mülheim an der Ruhr. Mal knapp 5 Minuten Zeit. Das ging. 80. Das müssen wir quittieren, richtig? Also ich habe es quittiert, dass ich das gesehen habe. Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass wir eine Zwangse kriegen. Lichter sind auch schon an. Sehr schön. Ja, habt ihr euch auch gewünscht. Zumindest habe ich ein paar Kommentare gesehen. Fahr doch mal die gesamte Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, können wir beschleunigen. Und ich freue mich echt, wenn dann endlich die Ruhr-Sieg-Nord-Strecke mit der 155er kommt, dass wir dann auch endlich in eigenen erstellten Szenarios mit Güterzügen auch fahren können, uns Güterzüge auf die Strecke hauen können und hoffentlich auch die Abstellgleise mit Waggons füllen können. Da bin ich echt gespannt, wie das ablaufen wird. Die haben ja auch gesagt, die wollen den Szenario-Editor noch verbessern. Paar Optionen hinzufügen. Ich bin gespannt. Vielleicht sind das genau die Optionen, dass man dann Güterzüge hinzufügen kann und auch Waggons abstellen kann, Züge abstellen kann. Ich würde mich wirklich freuen, weil wir haben hier teilweise, sehen wir auch gleich wieder, auf den Strecken hier 10 Gleise neben den Strecken. Einfach nichts steht. Und das ist dann schon echt schade. Klar zieht das dann Performance, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Man kann sich ja von den 10 Gleisen die ersten 2, 3 mit Waggons füllen. Dahinter kann man dann eh nicht hingucken, wenn man vorbeifährt. Dass es zumindest so ein bisschen lebendiger aussieht, ne? Schon nicht schlecht. Ich bin gespannt, was in Zukunft alles kommen wird. Wann wir auch die ersten Dampfloks fahren können. Auch das ist ja groß angekündigt. Multiplayer soll kommen. Man wird sehen, ob sie ihre Versprechen halten, wann sie ihre Versprechen halten und was uns da noch alles erwartet. Schade finde ich, auch das habe ich schon mal gesagt,
dass die neuen Strecken, die kommen sollen, alles Strecken sind, die man auch schon aus dem Train Simulator kennt. Hamburg-Lübeck, München-Augsburg. Bin ja froh über jede neue Strecke, die auch mal nicht im Ruhrgebiet spielt. Nichts gegen das Ruhrgebiet, aber nur Strecken aus dem Ruhrgebiet ist irgendwann auch ziemlich öde. Und ja, so eine neue Strecke wäre mal schön. So. Gerade so im Bereich Kassel. Ne? Treue Zuschauer wissen ja, dass ich dort wohne. Das wäre schon mal was. Aber auf der Strecke München-Augsburg wird man dann auch den ICE3 fahren können. Hier stehen zwei S-Bahnen. Und wir bremsen mal runter. Ne, ich glaube die 90 war fürs Gegengleis. Das war gar nicht für unser Gleis. Die Tafel, die da gerade stand. Ja, was PZB angeht, bin ich immer noch so ein bisschen vorsichtig. Lieber einmal mehr drücken als einmal zu wenig. Das ist so meine Taktik. Geht ja nichts kaputt, wenn man die Taste drückt, obwohl man es nicht drücken braucht. So, Mülheim an der Ruhr. Wir kommen. Wir fahren übrigens in Doppeltraktion, genau. Das hatte ich noch vergessen, euch zu zeigen. So, einmal entriegeln. Und wie immer, mein obligatorischer Gang auf dem Bahnsteig. Oh, schön mit der Sonne. Hier kann man einen schönen Screenshot machen. Der Sonne schön im Hintergrund. Das sieht doch schick aus. Das sieht doch richtig schick aus. Ah, kriegen wir nicht ganz hin. Doch, so. Sehr schön. Ach, herrlich. Na, und dann, wenn man ein eigenes Szenario erstellt hat, kann man den Fahrplan so erstellen, dass hier zum Beispiel ein Güterzug durchknallt, wenn man hier hält. Das werde ich auf jeden Fall ausgiebig testen, wenn es dann soweit ist. So, Türen wieder zu. Und wir warten noch ein paar Sekunden. Die nächste S1, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Bisschen komisch gewählt. Wir sind ja auch eine S1. Dass hier zwei zur selben Zeit fahren. Schon ein bisschen seltsam. Aber nun gut. Nächster Halt Essen Hauptbahnhof. Für die Strecke Aachen-Köln gibt es jetzt im RailSim-Forum unter Downloads gibt es einen Enhancement-Pack. Da werden dann viele, viele Assets, die auf der Strecke stehen. Ja, wie soll ich das sagen? Die meisten Sachen hier auf dem Bahnhof zum Beispiel, die Tafeln, die da in diesen Glaskästen stehen, das ist ja alles fiktiv. Jetzt hat man da halt so reelle Abfahrpläne und Werbung der Deutschen Bahn. Die Ticketautomaten sind in Betrieb und also Kleinigkeiten. Das Pack könnt ihr euch runterladen, einfach in den DLC-Ordner entpacken und dann ist das schon automatisch aktiviert. Für die Hauptstrecke hier, Rhein-Ruhr, gab es dieses Pack ja auch für Teil 1. Getestet, ob man das jetzt für Teil 2 auch benutzen kann, habe ich natürlich noch nicht. Aber ich denke eher nicht, dass das geht. Oh, jetzt können wir richtig Gas geben. Schön auf 160.
Hat mich übrigens auch jemand gefragt, ob ich in der U-Bahn in der Londoner meine Mitfahrt machen kann. Ist, wie ich finde, ein bisschen, ja, ein bisschen blöd, weil man sieht ja nichts, wenn man aus dem Fenster guckt. Könnt mir ja mal schreiben, wenn das ein paar mehr Leute sehen wollen, dann werde ich das schon mal machen, aber ich empfinde das als sinnfrei. Ja, nicht sinnfrei, schon cool irgendwie, aber man will ja auch was sehen bei der Mitfahrt, oder? Und ICE-3 Mitfahrt hatte ich eigentlich als erstes geplant, aber man durch die dunklen getönten Scheiben, man sieht halt nichts. Das ist dann auch eher blöd. Ah, schön Parallelfahrt hier. Kommt die nächste. Ordentlich was los. Gefällt mir gut. Bremse rein. Ja, so rund um Essen hier ist es dann schon ab und an so kleine Ruckler. Drüben stehen auch S-Bahnen. Also wenn die wenn die Entwickler es schaffen, hier Abstellgleise zu füllen, ich meine, die arbeiten ja wahrscheinlich auch nur mit diesem Szenario-Tool, dann sollte es, denke ich, auch möglich sein, dass man das dann selber machen kann. Hier rechts stehen auch wieder S-Bahnen. Aber wie gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen meinerseits. Man wird dann einfach sehen, was möglich ist. Hauptbahnhof. War quasi die Hälfte der Strecke schon hinter uns. Sekündchen zu spät. Sehr cool. Ja, und in zukünftigen Szenarien sollen ja auch in zukünftigen Strecken sollen dann ja auch die Bahnhofsanzeige funktionieren. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das nur heiße Luft war oder ob wir uns da wirklich drauf freuen können. So, hier machen wir aber mal zu. Muss ja nicht jeder uns bei der Arbeit zuschauen. Mal weiterfahren. Essen Krai. Krai, nicht Krai. Essen Krai ist dann unser nächster Halt. Der Sound der Fahrzeuge ist schon nicht so verkehrt. Hier zum Beispiel, wir haben hier so viele Gleise, hier mal irgendwas abzustellen, wäre schon nicht so verkehrt.
S-Bahn aus dem Tunnel. Genial. Dachte mir gerade, na, das Geräusch kennst du doch. Hab aber nichts gesehen. Also PZB-mäßig war bisher aber eher mau. Wir können hier immer schön über 100 fahren, das heißt, wir brauchen die PZB gar nicht. Ich denke mal, wenn wir dann in Bochum in den Bahnhof fahren, da wird sich das dann ändern. Was für Strecken wünscht ihr euch? Das würde mich auch nochmal brennend interessieren. Mal gucken, was ihr so meint. Was doch mal kommen sollte. Ob sich das mit dem deckt. Was ich mir so vorstelle. Das schaffen wir noch gerade so. Ja, so ein bisschen. Aber noch am Bahnsteig. Ich glaube, hier bin ich tatsächlich noch nie ausgestiegen. Ja, das passt noch. Hier können wir eine Tafel aufhängen. Poster placed. Noch irgendwas Schönes hier. Unten. Ja, Streckenplan. Wir haben auch hier die linke Seite genommen. Wir halten jetzt noch im Wattenscheid. Und hier die rechte ist ja dann wirklich die S-Bahn-Strecke. Den ganzen Haltestellen hier. Essen-Stehle, Essen-Stehle-Ost, Essen-Eilberg und Wattenscheid-Höntrop. Lass mich durch, ich bin Lokführer. Oder was halt auch mal schön wäre, so eine Strecke in den Bergen, ne? So Alpen, Rand unten. Na gut, München, Augsburg geht ja dann sogar noch. Warten Sie bis 19.19 Uhr, okay. Kriegen wir hin. Aber München, Augsburg führt natürlich nicht durch die Berge. Also eine schöne Alpenstrecke. Das hat echt schöne Strecken. Nichts gegen das Ruhrgebiet, wirklich nicht. Und auch nichts gegen Nordrhein-Westfalen, aber es gibt halt wirklich so richtig schöne Bahnstrecken in Deutschland. Ja, Geislinger Steige, sage ich nur. Das wäre halt auch cool. München-Stuttgart. Aber naja, vielleicht hat das Ganze auch wirklich Lizenzgründe. Ich habe keine Ahnung, ob da wirklich angefragt werden muss bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn, ob man da die Strecken nachbauen darf und ob da irgendwas geschützt ist oder ob man da auch bei den Städten anfragen muss, ob man die Städte im Spiel irgendwie abbilden darf. Ich habe da wirklich überhaupt gar keine Ahnung von. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ich habe ja sehr schlaue Zuschauer, das weiß ich. Und egal welche Frage, es ist immer jemand da, der eine Antwort hat. Ja. Vielleicht weiß das jemand, ob es da wirklich Probleme geben kann. Wenn man sagt, man möchte jetzt hier die Strecke Duisburg-Bochum bauen, ob man da wirklich das Okay des Landes Nordrhein-Westfalen braucht, der Städte, der Gemeinden, der Kommunen. Grün mit weißem leuchtenden Licht. Das bedeutet was?
Signalkunde, das ist auch noch mal sowas, was ich mir irgendwann mal, wenn ich viel Zeit habe, vornehmen muss. Frage, die ich mir noch nie irgendwie beantworten konnte, auch nicht bei Google: Warum gibt es Signale am Auslegermast, so wie links, und warum gibt es Signale gerade, die keinen Auslegermast haben? Ich meine, gibt es da irgendwie jetzt Auslegermast bedeutet immer das und das, nicht am Auslegermast bedeutet dies und jenes? Ich meine, die Signalbilder sind doch dieselben, oder? Hier haben wir wieder grün mit weißem Punkt. Hier in Wattenscheid am Bahnhof. Hier ist aber mal wirklich gar nichts los. Die Sonne geht gleich schon unter, ist gleich weg. Feuerlöscher hinstellen. Hier können wir einen Automaten aufdecken. Ne, das hier meinte ich. Hier sind ja zum Beispiel die Automaten aus. Da hat man dann hier den Automaten eingeschaltet. Oder hier, wie gesagt, hier ist ja nur so Blödsinn drin, nenne ich es mal, nur damit überhaupt was drin hängt. Hier sind dann die Fahrpläne drin, wann welcher Zug kommt und welcher abfährt. Und ja, ist ganz cool. Bringt ein bisschen mehr Realismus und der bringt auch Realitätsnähe natürlich mit rein. So, Tür zu und dann weiter nach Bochum Hauptbahnhof. Die letzte Etappe. Was ich auf jeden Fall echt grässlich finde, ist, dass hier immer noch alles auf Englisch ist. Ich meine, ich kann gut Englisch, aber... Ah, das darf eigentlich nicht sein, ne? Wenn man die Dateien ja schon auf Deutsch hat, aus dem ersten Teil, habe ich kein Verständnis dafür und würde sogar dieses kein doppelt unterstreichen, wenn das Ganze im zweiten Teil dann auf einmal in Englisch ist. Das ist für mich echt ein No-Go. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, die Fahrt. Wie eigentlich immer in Train Sim World 2. So, hier kommen dann, glaube ich, die beiden Strecken wieder zusammen. Der linke Abschnitt und der rechte, was ich euch eben auf dem Streckenplan gezeigt hatte. So, wir haben ein grün blinkendes Signal. Und in 1,7 Kilometern haben wir dann auch ein gelbes Signal. Und dann kommt die PZB zum Einsatz. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Zwangse oder keine Zwangse?
auf 60 müssen wir runter. Natürlich quittieren. So. Ich bremse schon mal. Ich bremse einfach runter auf 60. Man hat ja einen gewissen Zeitraum, wo man das erreicht haben muss. Ich jetzt eine Zwangsbremsung kriege, dann weiß ich auch nicht warum. Ich habe quittiert, ich habe runtergebremst. Ich habe nicht quittiert, verdammt. Ich habe nicht PCB wachsam gedrückt. Das war mein Fehler. Ja, das vergesse ich immer. Man muss wirklich jedes Signal dann quittieren, ne? Ach, Mist. Ja, kein Video ohne Zwangsbremsung. So muss das sein. Ach, Mist. Das ärgert mich jetzt selber. Ja, einmal befreien, bitte. Macht er jetzt nicht. Jetzt bin ich in der 45 km/h Überwachung, das weiß ich noch. Er lässt mich da auch nicht mehr raus. Ne. Naja, dann düdeln wir halt jetzt hier ein bisschen langsamer in den Bahnhof ein. Wird auch nicht das Problem sein. Ja, der 1000 Herzmagnet ist jetzt halt aktiv, aber ist jetzt auch nicht das Problem. Wir sind ja schon da. Eine Minute zu spät. Dann können die Passagiere, denke ich, verkraften. So. Ja, das muss irgendwie noch übergehen in Fleisch und Blut, dass ich da wirklich... Ich habe ja wirklich... Ich weiß ja, wie es funktioniert, aber ich vergesse es halt manchmal. Einfach, dann das... Also ich quittiere das Vorsignal und das Hauptsignal dann halt nicht. Ja. Einfach jedes gelbe Signal, jedes Signal unter 100 km/h einfach PZB wachsam drücken. Dann klappt das schon. So. Hätten wir es. Sehr schön. Ja, knapp eine halbe Stunde. 35 Kilometer knapp gefahren. Und einen halben gegangen. Level 11 haben wir jetzt schon. Sehr schön. Ich war auch überall sehr pünktlich. Außer in Bochum. Da war ich dann eine Minute zu spät. Aber ihr wisst ja warum. Hier ist der Grund. Einmal... Zwangsbremsung. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Würde mich über eine Bewertung sehr freuen und ja, Abo wäre auch sehr, sehr nett von euch und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr einfach in Zukunft nichts mehr. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.